So, da sind wir wieder und es ist endlich. Willkommen im neuen Jahr. Neues Jahr bedeutet automatisch neue Vorsätze. Ich frage meine Schüler jeweils, was sind eure Ziele 2020 für euer Drumming-Dasein? Und dann kommen die wildesten Sachen zustande, wie zum Beispiel, ich möchte einen Trommelwirbel lernen, ich möchte diesen einen Song, der in meinem Radio läuft, irgendwie beherrschen können, ich möchte schneller werden oder aber auch die Bassdrum-Technik verfeinern. Bassdrum-Technik verfeinern, das wollen viele von uns. Deswegen habe ich heute euch einen Song mitgebracht, mit welchem sich das super arrangieren lässt. Und zwar ist dieser Song So Fresh and So Clean von dem Rap-Duo Outkast. Das Schöne an diesem Song ist das Bassdrum-Pattern. Dieses Bassdrum-Pattern einfach begleiten, und wenn das Ganze zu schnell, zu schwierig oder zu komplex sein sollte, nutzt ruhig die Amazing Slowdowner App, die ich euch im letzten Video gezeigt habe, und verlangsamt das Ganze auf dem Tempo, wo ihr euch sicher fühlt. Denn darum sollte es ja gehen, dass ihr das Ganze sauber und ordentlich mitspielt, um dadurch eure Bassdrum-Technik zu verfeinern. Das war unser erstes Video für 2020, da folgen natürlich noch mehrere, und vor allem wird jetzt auch dieses Jahr realisiert, dass wir unseren Podcast an den Start bringen. Ihr habt gesehen, wir haben letztes Jahr noch viel zu tun gehabt bis zum Ende des Jahres mit der Party, die ein voller Erfolg war. Folgt uns weiterhin fleißig hier auf Instagram, YouTube oder Facebook. Ich freue mich auf weiteren Schabernack mit euch. Bis bald, ciao!